Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück bei DeathZeth, da die Tiefen im DLC von Little Nightmares. Wo wir jetzt Kid steuern, der wohl auf den Spuren seiner Vergangenheit ist. Und wir herausfinden müssen, wie er ins Schlamassel gekommen ist, in dem auch Six saß. Bei ihm hat man anfangs den Kerl mit den langen, langen Armen gesehen. Dadurch habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass er sein Über-Ich sein könnte. Wenn man bei Six ja die Mutter anfangs gesehen hat. Beziehungsweise ihr Über-Ich. Oh nein, du lässt mich. Stellt euch mal vor, der Kerl, der die Kinder an den Ort gebracht hat, wo sie für Menschen, erwachsene Menschen Glück bringen sollten. Wäre sein Vater. Hier. Armer Junge. Vollkommen falsches Über-Ich. Wie soll ich das denn machen? Weg. Geh einfach weg und bleib weg. Nein. Wie fies ist das denn? Ich kann die Sachen einfach umschmeißen. Wie fies ist das denn? Dürfen ihr theoretisch gar nicht so lange stehen bleiben. Kleiner Mann, schneller! Ich geh nicht in deinen Sumpf, Papa. Geh weg. Ist es wirklich so ein Vater? Und er will einfach nicht diesen Mist machen, den sein Vater gemacht hat. Sinnlicherweise. So. Verstehen, dass er das nicht machen will. Ist auch nicht unbedingt das beste Vorbild. Lass mich. Eine Flasche? Was drin in der Flasche? Eine Nachricht?
Hatten wir doch so Dinge wie Sixe mit ihrer Mutterpuppe. Eine Flasche mit einer Nachricht. Ja, wir haben bei ihm ja anfangs auch das Schiff gesehen an der Wand. Versuche das gerade irgendwie einzuordnen. Jetzt hatten wir die Mutter, die wir zerstört haben. Mir eine Flasche, aus der wir eine rausholen. Oh, bist du eklig? Dann fällt doch vielleicht Alkoholiker? Keine Ahnung. Warum dann aber eine Flaschenpost? Nein. Hey, ich war oben. Unfair, ich war oben. Bei Six hatten wir das Auge an der Wand. Das Überwachungsauge, das Permanente. Bist du denn nicht gesprungen? Hoch. So, weg von dir, du Penner. Wir hatten das Überwachungsauge an der Wand. Bei ihm das Schiff. Schiff. War der Vater vielleicht nie da? Bei ihm die Abwesenheit die Probleme verursacht hat. Permanente Kontrolle, sondern genau das Gegenteil. Vielleicht war sein Vater tatsächlich Seemann. Ständig unterwegs. Und er hat ihm Flaschenpost geschickt? Keine Ahnung. Die ihn nie erreicht haben. Nachrichten, die ihn nie erreicht haben. Ich versuche einfach nur irgendwie was zusammenzureimen. Okay. Was auf jeden Fall beide gemeinsam haben, ist, dass sie nicht unbedingt den Preis für die besten Eltern gewinnen. Die Eltern von Kit und Six.
soll ich hier tun? Soll ich an die Hand sprengen? Brech mir deine Hand, Freund. Blosse Genosse. Nein, doch nicht. Na, dann halt nicht. Mit der Schwingen. Wieder Fleisch. Fisch. Okay, ich meine, es ist Fisch. Was sollen wir tun? Das Monster ablenken? Will den Fisch um den Haken werfen? Wir müssen das Monster irgendwie ablenken. Bleib hier. Nein, das war zu früh. Okay, wir müssen wirklich warten, bis er da noch greift. Nicht den ganzen. Ich dachte, können Sie noch mal. Schön. Aber der nicht so lange. Der Typ das aber auch nicht hergeben will, ne? Ungefähr so, würde ich sagen. Ich kann gerade ins Wasser fallen. Mit uns dran. Na. Ups. Nee, das ist noch nicht dieses Rätsels Lösungs, glaube ich. Ja, wir sind draußen. Immerhin hat es doch irgendwie funktioniert. Immer keine Speicherpunkte, so wie bei Six mit den Kerzen. Dreckwäsche. Ja, die Dreckwäsche der Eltern, hm? Dreckwäsche der Erwachsenen auf den Kindern abladen. Das könnt ihr gut, liebe Erwachsene in dem Spiel. Sowohl Six Mutter als auch wahrscheinlich sein Vater dann.
Ja, aber Geräusche, wie von den Zuckerhütchen. Sieh keine. Upsa. Entschuldigung. Soll es eigentlich sprengen, Junge? Wir kommen eh nicht an die Tür ran. Dann müssen wir wohl hier an der Seite hochklettern. Einen Eimer irgendwas machen? Falsch. Können wir das gegen die Klinke werfen? Mir gar nicht vorstellen, was wir machen sollen. Aufspringen. Da hochkommen. Das Seil komme ich ja irgendwie auch nicht ran. Nicht das Fleisch einwerfen für die Ratten. Was Sinn ergibt, aber irgendwas muss mit dem Eimer sein. Was ist hier? Ja, aber das funktioniert auch nicht. Anlauf.
Grenzlose. Kann ich das aber nicht? Hey. Nein. Das schon? Ich dachte, vielleicht muss ich noch weiter nach links, damit das Brett noch weiter hochgeht. Vielleicht reicht es ja schon, wie es jetzt ist. Nach hinten springen, hochklettern. Hm. Nicht loslassen. Und wieder Seemonster. Toll. Bieten ja nicht wirklich Schutz, die Sachen. Geht unter, auf das andere, dann kann ich nicht draufklettern. Kopf. Wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Der Krug. Hör doch bitte wieder zu. Geht nicht. Komm hier nicht raus. Hebel. Zieh den Hebel. Auch hier ist ja das überwachende Auge. Vielleicht auch nur als Hinweis darauf, dass es wieder mit den Eltern zu tun hat. Gebunden. Gut. Wenn man das auf Schiffen so gemacht hat. Oder ob das seine Verlustangst so ein bisschen widerspiegelt. Ich möchte gerne alles fesseln und festhalten, damit es nicht geht, weil mein Vater gegangen ist. Ihn im Grunde kaum gesehen habe. Vielleicht. Da ist irgendwas drin. Ich hoffe, nichts Böses. Geh weg.
Geh weg! Toll. Und der Schlüssel. Will ich der Schlüssel? Würde ich gerne erschießen. Muss es weit, möglichst weit weglocken. Nicht, ob sie hochkommt. Lass mich. Schon die Freiheit? Kann doch gar nicht sein. Nein, nicht die Freiheit. Stromschluck. Stromkasten, der Probleme hat. Ganz eindeutig. Klingt nämlich nicht gesund. Kurzschluss. Ich glaube, wir müssen irgendwie erstmal den Strom ausschalten, bevor wir da rein können. Also sind wir mir geputzt. Ich verstehe. So ein ähnliches Rätsel hatten wir mal bei Tomb Raider 2013, glaube ich. Wir müssen das Ding hier reinschmeißen. Was es darstellen soll. So, und den Strom, das Wasser runterlassen, damit da kein Strom mehr drin ist. Drück doch den Schalter, danke. Runter. Und die Kistchen so hinschieben, dass wir drauf springen können. In der Ecke da drüben. Wie leicht. Wenn nicht, wenn mir geputzelt. Können wir es ja theoretisch ausprobieren. Dürfte gehen. Das und. Vielleicht dann auch noch. Theoretisch müsste das funktionieren. Okay, gut, geklappt. Yay! Hat geklappt. Nur nicht gebrutzelt. Doch. Im Boden. Dem ich mich lieber gerne fernhalten möchte.
große Hand? Bisher haben wir immer nur kleine Hände gesehen, nie große Hände. Also Handabdrücke. Hi. Hi. Was sollst du denn da stehen? Hm? Gut. Eigentlich der Tod. Gut durch das Wasser. Geh weg. Geh einfach nur weg. Du bist eklig. War richtig eklig. Nein. Wieso? Fisch. Wir müssen uns wieder ablenken. Damit wir da rüberkommen. Okay. Wir diesmal haben einen neuen Versuch. Das ist doof. Okay. Okay. Halt dich. Schwimm, 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 schwimm. Hoch aufs Black. Auf die Balken, auf die Balken, auf die Balken, auf die Balken springen. Okay. Ich hasse Wassermonster. Aber wer mag schon Wassermonster? Bleib cool. Will denn sowas? Ich würde sagen, das ist eine gute Stelle für einen Cut. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.